Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um proportionale Funktionen. Erstmal ist es wichtig zu wissen, was ist denn überhaupt proportional? Proportional bedeutet, wenn man einen x-Wert verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, dann verdoppelt man, verdreifacht man, vervierfacht man den dazugehörigen y-Wert. Wenn man einen x-Wert halbiert, drittelt, viertelt, dann halbiert man, drittelt man, viertelt man den dazugehörigen y-Wert. Was ist eine proportionale Funktion? Eine proportionale Funktion ist eine Gerade, die durch den Nullpunkt geht. Also hier haben wir den Graphen und wir haben hier den Nullpunkt, hier natürlich x, hier natürlich y. Das ist eine Gerade, die durch den Ursprung geht, durch den Nullpunkt, also ist es eine proportionale Funktion und hier gilt dasselbe. In der Schule lernen wir natürlich, oder viele vielleicht kennen es von euch, f von x ist gleich m mal x. Aber was ist denn das genau? Wie kommen wir da drauf? Nicht, dass wir es einfach auswendig lernen, sondern auch verstehen. Schauen wir uns in einem ziemlich, ziemlich einfachen Beispiel an, damit die Grundidee ankommt. Stellen wir uns vor, du gehst in einen Laden und dann siehst du, dass dein Lolli 20 Cent kostet. Und jetzt überlegst du dir, wie viel du bezahlen musst, wenn du keine Lollis, 2, 4 Lollis und so weiter kaufst. Ich mache das Ganze einfach mal in einer Tabelle, damit wir gucken, wie das Ganze aussieht. Aber wir müssen uns auf ein paar Sachen einigen. Die Anzahl der Lollis machen wir einfach x und das Gesamtbetrag, Gesamtgeld in Euro machen wir y, okay? So, wenn wir 0 Lollis kaufen, dann werden wir dafür auch 0 Euro bezahlen. Das zeichnen wir in den Graphen. Nun haben wir das Ganze skizziert und den Punkt da gemacht. 0 bei x, 0 bei y. Jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, wieso haben wir Anzahl der Lollis auf der x-Achse, wieso haben wir Gesamtbetrag in Euro auf der y-Achse gemacht? Das liegt aus einem ganz einfachen Grund. Ihr guckt immer, egal was, was hängt von was ab. Hängt die Anzahl der Lollis vom Gesamtbetrag in Euro ab oder hängt der Gesamtbetrag von Anzahl der Lollis ab? Das, was du am Ende bezahlen musst, hängt davon ab, wie viel du gekauft hast. Deswegen ist Anzahl der Lollis das Unabhängige und kommt auf der x-Achse und der Gesamtbetrag in Euro das Abhängige und kommt auf der y-Achse. So, nun, wenn wir jetzt einfach mal ein Lolli kaufen, dann haben wir gesagt, müssen wir da 20 Cent bezahlen, also 0,2 Euro. So. Wenn ich jetzt zwei Lollis kaufe, also den x-Wert mal 2 nehme bzw. verdopple, dann verdopple ich den dazugehörigen y-Wert und würde haben 0,4. Wenn ich jetzt den x-Wert mal 3 nehme, verdreifache, dann verdreifache ich den dazugehörigen y-Wert. Und wenn wir das Ganze einmal zeichnen würden, wenn ich jetzt also ein Lolli kaufe bzw. 1 nach da gehe, dann gehe ich 0,2 nach oben. Und zwar nicht von den Strichen her, sondern nach der Skizzierung. Gehen wir 0,2 nach oben, wäre ungefähr hier. Und wenn ich dann nochmal 1 gehe, also bei 2 bin, dann muss ich nochmal 0,2 nach oben gehen. Und dann würde es hier landen und dann sieht man, okay, ich kann hier eine Gerade machen, die durch den Nullpunkt geht. Das passt jetzt gerade nicht ganz genau. Aber die ganze diese Punkte verbindet. Und hier kann ich immer ablesen, wie viel ich bezahlen muss. Wenn ich beispielsweise 4 Lollis kaufe, gehe ich einfach hier entlang. Und dann gehe ich nochmal hier entlang. Und dann würde ich sehen, dass ich 0,8 Euro bezahlen muss. Ist jetzt gerade nicht ganz gerade mit Lineal, ist natürlich gerader. Aber ihr versteht schon den Sinn dahinter. So, das Ganze würde uns jetzt aber nicht wirklich viel bringen, wenn wir 1000 Lollis oder so kaufen möchten. Deswegen machen wir es in der Tabelle und in der Tabelle steckt eine Formel. Du weißt, das, was du am Ende bezahlen musst, also y, ist nichts anderes als das Kosten von einem Lolli 0,2 multipliziert mit 2 Lollis, 3 Lollis, 4 Lollis multipliziert mit Anzahl der Lollis. Und was ist Anzahl der Lollis? Haben wir schon uns darauf geeinigt, das ist dieses x hier. Das ist Anzahl der Lollis, ist x, meine Freunde. Dann haben wir 0,2 mal x. Und das ist die Funktion von diesen Graphen hier. Wieso? Das ist dieses f von x ist gleich m mal x. Man kann f von x, das ist dasselbe wie y, ist gleich 0,2x. Und wieso? Was ist denn erstmal dieses 0,2?
Dieses 0,2 ist die sogenannte Steigung, die wir gerade gemacht haben. Wir haben gesehen, dass wir 1 nach rechts gegangen sind, 1 in der x-Achse und wir sind 0,2 nach oben gegangen. 1 nach x und 0,2 nach oben. Und das, die Steigung sagt einfach nur, wie steil diese Gerade ist, okay? Also ob die ganz steil ist, ob die eher flacher ist und so weiter. Und die Steigung kannst du folgendermaßen berechnen. Gebe ich dir einfach, ist eigentlich ziemlich einfach. Die Steigung bezeichnet man als m, also diese 0,2 ist m, ist gleich das, was du hochgehst, also y, geteilt durch das, was du auf der x-Achse gehst, geteilt durch x. Wenn wir das Ganze hier einsetzen, 0,2 sind wir nach oben gegangen, geteilt durch 1 ist gleich 0,2. Die Steigung passt bei uns. So kannst du die Steigung immer von den Graphen zeichnen, bestimmen oder von der Textaufgabe selbst. Das ist dann auch eigentlich die Form f von x ist gleich 0,2x. Wenn du 5 Lollis kaufen möchtest, setzt du für x 5 ein. Wenn du 10 Lollis kaufen möchtest, setzt du für x 10 ein. Wenn du wissen willst, wie viel du dir mit 1,2 Euro kaufst, setzt du für f von x bzw. für y, finde ich eigentlich besser, 1,2 ein und dann guckst du, wie viel da rauskommt und so weiter, könnt ihr das Ganze einfach berechnen. Das ist eigentlich, was ihr über Proportionalfunktionen zu wissen braucht. Einfach, wenn ihr einen Graphen habt, die Steigung berechnen, wie viel gehe ich nach da, wie viel gehe ich nach da. Wenn ihr 2 nach da gegangen seid und 0,4 nach oben, dann rechnet ihr 0,4, also m, ist gleich 0,4 durch 2 ist gleich 0,2, ist dieselbe Steigung. Okay, ganz, ganz wichtig. Und so habt ihr das Ganze mit den Punkten und die Steigung berechnen, kommt ihr immer auf die Funktion. Wichtig nur, dass ihr es versteht. Ja, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt daraus was gelernt. Das ist natürlich das Wichtigste. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir es in die Kommentare oder auf Instagram. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.